Und guten Abend, herzlich willkommen bei mir im GameLab. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen jetzt For Triumph. So, genau. Ich habe dieses Spiel hier vom Entwickler bekommen. Vielen Dank deswegen da nochmal. Freue mich auf jeden Fall schon mal, es zu zeigen. Wir können noch kurz in die Spieleinstellung gehen. Spielen hier entgegen unserem üblichen Entstehungsdrang. Spielen wir es jetzt doch mal in Ultra. Wir hoffen, dass es trotzdem hinhaut. Seht ihr, Musik, Soundeffekte habe ich sehr runtergedreht. Und gefühlt hört ihr es, solltet ihr es immer noch laut genug hören. Falls ihm nicht so der Fall ist, dann einfach nochmal Bescheid geben. Ich höre eigentlich immer wieder regelmäßig rein, aber ja. Oh. Vielen Dank, Stromberg, für den Sub. Und willkommen zu deinem 5. Monat. Das freut mich sehr. Ach ja. Wie geht's denn? Schön, dass du wieder da bist. So, wir können jetzt mal den Prolog spielen. Ich habe es ja noch gar nicht angefangen. Das heißt, ich würde mal sagen, Prolog fangen wir an. Und dann hier irgendwie diesen kleinen Krieg. Je nachdem. Ne? Ja, könnt ihr wacher sein bei mir. Weil ich habe ja gestern irgendwie 12 Stunden gestreamt. PUBG, 8 Stunden von, glaube ich. Und ich habe heute jetzt irgendwie eine Stunde, zwei geschlafen. Nicht so viel gegessen. Von daher, Top-Kondition zum Streamen. Egal. Kriegen wir schon hin. Genau. Bei dir ist hoffentlich nicht ganz so schlimm. Aber wir sind ja hier auch, um den Scheiß der Welt zu vergessen. Ein bisschen nette Stunden zu haben. Und das habe ich jetzt vor. Sorry übrigens, dass ich so spät bin. Leandra Page Turner. This has to be the meeting place, but where's the contact? It's the horse. Stimmt. Nein, ernsthaft, es ist das Pferd. Ach so, nein, das Pferd ist ihr Pferd. Okay. Ich dachte schon. Nah, why must you always assume the worst? I'm sure she'll be here in a minute. Brrr. I suppose you're right. I'll have a look around. Brrr. Okay. So, wir könnten alles angreifen. Zum Beispiel diese Kisten. Können aber auch einfach hier hingehen. Mit einem Rechtsklick. Okay. Haben wir mal wieder Magen-Darm eingefangen. Also nicht so gut. Ja, das klingt nicht so gut. Ich hoffe, es wird bald besser. Nach deiner muss ich gehen. Okay. Autsch, Arschloch. Das hat wehgetan. So, okay. Hier ist so ein bisschen XCOM-mäßig, fällt mir gerade auf. So auch mit dem Schild an der Anzeige. So, wir können jetzt den hier angreifen. 4 bis 6 Schaden machen. 89% Chance. Prozent Chance, Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, damit sollte es auch One-Hit-Kill sein. Prapratz, tot. Ich überlege, dass ich beim nächsten Mal nochmal, ob er uns wirklich angreifen will. Okay. Da haben wir nur 26% Chance, dann. Okay. Dann laufen wir doch hier hin. Und feuern dann nochmal einen Schuss ab. Todesanimation gefällt. Auch hier nochmal vorbeigeschossen. Schön. Oh, wir haben einen Health Potion. Gut, wir wissen jetzt auch, dass wir von anliegenden Feldern Dinge aufheben können. So. Okay. Außerdem habe ich ja schon gesagt, dass wir in diesem Spiel so ein bisschen mit der Umgebung spielen können. In diesem Fall heißt das, dass wir zum Beispiel jetzt einfach diese Säule hier umwerfen können.
Tja, ich würde sagen, niederschmetternde, das sind niederschmetternde Argumente, die unsere Leandra Page-Turner hier vorgibt. Leandra slinkers on the edge of a large goblin encampment. A metal cage sits not far away, holding a human prisoner. She calls to the prisoner in hushed tones. Psst! Hey! Are you alright? Coming to get you out of there! Shh! Your own plan! Critter scalps bitter. What plan? Cries helps. Lure goblin guard, hide on ceiling, drop down, escape the wilderness. Ancient family technique. It's a metal cage. He'll just see you through bars. Besides, I just dropped the pillar on your guard. You killed Gitgern? Oh, poor Gitgern. You have wife, kids, spider puppy. You know, likes flying kite and reminiscence. Old days, never heard fly. Oh, gods, I didn't know I couldn't. Hold on, he tried to shoot me just now. Heh, Gitgern cruel as vulture. But you ruined plan. So gut. Die Critter, die kann wohl nicht ganz so gut Englisch. Das ist ein bisschen so wie bei Fallout, wenn irgendwie Intelligenzwert unter einem bestimmten Wert droppt. Naja, und ich hoffe, Stromberg, dass es bei dir besser, bald wieder besser wird. Noch besser, als es jetzt schon anscheinend ist. A terrible plan that would have gotten you killed. Look, I'm freeing you with this key and we're escaping together before more goblins notice us. So, dann kommen hier nochmal. Und hier mal die Frau hier raus, die Critter. Jetzt. Genau, mit Tab können wir jetzt zwischen den Leuten hin und her wechseln. Das ist die Frage, wohin gehen wir? Wir könnten jetzt. Achso, gut, wir sollen sie jetzt erstmal noch hier in die Kiste bestellen. Leandra. Dann hier hin. Dann. Now that you're satisfied with our Hyperius cover, press Enter on the bottom right to end your turn. Ich muss bestimmt noch Space drücken. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss ernsthaft auf diesen dummen Knopf drücken, um die Runde zu beenden. Kann ich einfach irgendwie Space oder so drücken? Gibt's doch nicht. So. Ich mache mir kurz mal eben ein bisschen Geschmack in mein Wasser. So, that goblin scout used Overwatch. He will attack us if we move within its sight. Instead of moving closer, kick the crate at him with Critter. Okay. Also dieser hier mit diesem komischen Ziel-Dingser-Symbol, der wird uns jetzt wohl, egal wo wir hingehen, deswegen sehen wir auch diese Symbole, wenn wir tatsächlich immer getroffen. Das heißt, wir können jetzt mit 3 was kicken, und zwar das hier. Da! Witzig! So, jetzt darf unsere Leandra Overwatch verwenden. In Sichtreichweite gekommen und Pratz. Schön. Es ist sehr XCOM-mäßig, finde ich. So. So, wir können jetzt den hier mal ins Wasser schicken. Ich frag mich zwar, warum wir das tun, weil ein normaler Angriff hätte es jetzt auch getan. Aber gut. Dann. Auf jeden Fall ist es super witzig, dass es geht.
Ah, und weil sie Level Up hatte, kann man eine der Fähigkeiten neu auswählen. Entweder Swap oder, wie wir es jetzt bekommen, dann Firewall. Hm, Firewall, sehr witzig. Kritter soll jetzt hier irgendwie verteidigen. Ah, sie hat jetzt, glaube ich, 2 Schaden bekommen anstatt 4. Und er macht das jetzt auch. Gut, der hier soll wohl zu uns mal hergelockt werden. Kritter jedenfalls soll aber hier den hier umhauen mit ihrer tollen Attacke. Claws Attack. Bye bye. Wunderbar. Und noch mehr. Okay. Police Goblin Sergeant. Okay, die Goblins haben Polizei. The Goblin's voice carries over the distance by a bizarre cone-shaped device. Disgusting humans. You're surrounded, but we're not without mercy. Come out with your hands up, and we'll put in a good word for you. It might lower your sentence or sacrifice to the blood demons or even a beheading by the soul steel axe. Das ist sehr freundlich. Anstatt dass irgendwas Schlimmeres passiert, werden wir eventuell nur an die Blutdämonen geopfert. Oder mit der Axt der Seelenstehlerei geköpft. Yeah. Klingt awesome. Critters Skulls, bitte. Shouts back. We want flailing by desperate cracks or no deal. Nein, ich will eigentlich gar nicht hier mit dem Flegel versohlt werden. Can't do. You're still definitely guilty of 3 separate accounts of being filthy humans. Tja, das ist aber arg rassistisch. Scheiß Arsch. Good point. Can't argue. We take deal. What? Of course not. I'm not having my soul stolen. Stole that soul. I've got an idea. Wunderbar. Okay. Also, wir gehen jetzt mit der Krita. Die gehen wir hier hin. Und dann treten wir den Goblin. Wunderbar, wir treten den Goblin an den Troll ran. Und aus Gründen, weil stirbt dabei der Goblin und der Troll ist gestunt. Vermutlich, weil er so verzweifelt ist, dass der Goblin an ihm zerschollen ist. Und servus, Snacky, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Kommst gerade richtig. Wir treten Goblins in Trolle rein und Trolle sind deswegen traurig und deswegen erstmal für eine Runde ohnmächtig, quasi. Huzzah! We just stunned the troll. When units get hit by objects or other units, they get stunned, preventing them from attacking during their next turn. Okay, es ist nicht nur so, dass, also er wäre auch gestorben, wenn, also er wäre auch gestunt gewesen, wenn er nicht gestorben wäre. Gut zu wissen. So. Okay, wir sollen jetzt unseren Feuerball irgendwie werfen. Und zwar auf diesen hier, auf den Baum hier. Der Crabwalk war ja auch gerade super. So, alles brennt. So viel zum Stun. Aber gut. So, der hat jetzt noch 5 Leben. Würde ich mal sagen. Hau rein. Wir haben jetzt zwar keine Anweisung mehr bekommen, dass wir das tun sollen, aber ich denke, es war schon richtig. Genau, ich troll die Trolle. Das ist auch immer mein. Ist auch immer mein Ziel gewesen. Trolle trollen.
Ach ja. Genau, so. Und praktischerweise haben wir jetzt hier auch schon mal direkt hier das Wort des Spieles. Der Spielname quasi schon drin. Triumph. Wir können jetzt also quasi aufhören zu spielen. Das Spielname ist gefallen. Was, you with the keyboard? I won't despite you. I won despite you. You suck. And smell. Really smell. Snacky, ich glaube, du solltest vielleicht mal duschen. Wenn sogar meine Körnerkissenkatze durch das, so durch das Internet das merkt, das wäre vielleicht mal so der Indikator. Sommer ist ein bisschen wärmer, man muss vielleicht ein bisschen öfter mal duschen, vielleicht nicht nur einmal in der Woche oder so. Na? Storyteller. And so, several months after Leandra and Critter's daring escape from the Goblin Village. Alright, gang, is everyone ready? Yeah. The power of justice awaits. Ich muss doch irgendwie an der Stimme arbeiten für sie. Ja. Why are we here again? We're apparently rescuing this town from the heartless, inhumane monsters terrorizing it. Ha ha. Now human prisoners listen to other song cut and play on kazoo. Later we watch his paintings of Garzan, adorable nephew. Okay, was auch immer er von sich gelabert hat, ich glaube, wir müssen ihn umbringen. Tja. Ach ja. Der Film war schon sehr seltsam, Snacky. Da hast du, echt was, gesehen, sagen wir mal. So. Okay, die Karte geht eine Weile nach hinten. Okay. Dann probieren wir das doch mal. Ich wünschte, ich könnte schneller scrollen. Hey, warte mal. Die hat hier ein Level Up. Charge is at a target, going through small objects and walls and destroying everything in a path. Cannot go through the units or big objects. Frighten. Charge. Hört sich witzig an. Durch Dinge durchkrachen hört sich immer gut an. Well, shit. Alle vier auf einmal. Und Garzan ist auch noch hier. Okay, so. Dann Solura Iron Floss. Hammer Strike. Brace, Lift. Kick und an enemy moving from tile within reach. Okay. So. Ja, komm du auch mal hier vor. Hier in the arrow. Hm, 63% Chance, es zu treffen. Das Ziel. Die anderen sind nicht so in Reichweite. Hm. Könnte man eigentlich probieren. Können es aber erstmal lassen. So, gehen wir jetzt mal zu Leander. Ja, sollen wir hier hingehen? Kann die irgendwen zappen? Hm. Ja, so ein bisschen schlechte Chancen hat sie. Aber wisst ihr was? Wir machen es trotzdem. Ups, daneben. So, jetzt die Frage. Schießen wir wen ab oder setzen wir sie einfach in Overwatch? Aber wir machen die Overwatch. Um...
So, und Kritter stellen wir mal hier hin. Und Solara. Darf mal Brace einsetzen. Ah. Wunderbar. Au. Wird getroffen. Warum treffen die alle auf die Entfernung? Skandalös. Wenigstens der hat verkackt. Wenigstens etwas. So. Okay, schauen wir mal. Vor allem die Leandra hat jetzt halt echt nur noch 3 von 7 Leben. Das ist komplett uncool. So, schauen wir mal. Wir könnten den umbringen. Wir könnten sie durchaus näher platzieren. Ja, vielleicht mal eher so mit Kritter näher rangehen. Hier können wir hin. Na komm, probieren wir das mal. Okay. Das Blöde ist, wir haben hier echt keine Deckung. Na komm, dann gehen wir mal hier hin. Haben wir irgendwie so eine komische Halbdeckung. Und könnten hier so hinwerfen. Ivy Dogbane. Könnt jetzt vielleicht nochmal herkommen. Ihr könnt mal hier hinkommen. Ah ne, Solara ist Kopffrau. Alle zu weit weg. Sag ich mal, du mach mal Brace. Und Ivy Dogbane schießt dann jetzt hier nochmal 28% Trefferwahrscheinlichkeit nur. Och. Genau, auf den wollte ich nämlich nicht schießen, weil der steht da bei dem brennenden Ding. Und deswegen wird er brennen. Oh, wir wurden näher gezogen. Das ist sehr nett von dir, du Vogel. So. Natürlich treffen wir nur für 4 Schaden, wenn wir 6 machen können. Prozent war Trefferwahrscheinlichkeit und du selbst daneben. Madame, ich glaube, wir haben ein Problem. So. Garzan Crunchy Bones. You, I have defeated me. But my master, Gabarak the Terrible, has unveiled an artifact of uttermost in... uttermost what? Innovation? Ingenuity? Inaptitude? Friends, the materialist nature of that ominous last speech irks me. Greatly did it require dramatic pauses, perhaps some hand-wringing when necessary. If we are to become great heroes, we must seek worthier foes. Super. Anstatt sich drum zu kümmern, was der Mensch uns da, was das Goblin da uns jetzt erstmal sagen wollte, kümmert sie sich um die Qualität des Dramas. Gut.
Next time, Ripjob's raiding the Poets Guild, innit? Let's move on. There are still many goblins in the village. So. Genau. Und auch noch Kritter darf in der Gegend rumrennen. Komm, dann rennen mal dahin. Vielleicht finden wir ja was. So, mal ein bisschen nachziehen. Die Liandra wohl. Ich will jetzt Kritter vorschieben. Geht nicht, weil Solara am Weg steht. Dann halt so. Ganz weit nach vorne. Immer noch niemand. Sehr seltsam. Hat jetzt mindestens irgendwen erwartet. Dann laufen wir weiter vor. Ach, da sind jetzt Leute. Okay. A bit tacky. Or skulls on the foyer? Garbarak, what terrible scheme are you plotting? Garbarak the Terrible. Well, I'm trying to decorate my new house with this lovely floral arrangement of blood blossoms on a backdrop of mucus vinyl for vine hallway. But that clash with drapery. No, it won't. It'll look fantastic once the tapestry is in place. You monster! We mean the villagers, Scarborough. Let these innocent people go! Oh, Dad! Oh, no, I think I'll kill you all instead. Ouch! You Schweine! After the minions! I'll bring help! Yeah, du flüchtest ja nur, du Lusche. So eine Lusche. So, drei Gegner sollte eigentlich jetzt nicht so das Problem sein. So. Ivy ist komplett raus. Excusez-moi. Genau, mal hier bitte bracen, dankeschön. Und tu auch mal brace bitte. Ein Schuss, kein Treffer, sehr gut. Ja, wunderbar. Ach, da ist irgendwo einer. So, wo ist denn unsere Liandra? Können die denn mal wieder so ein Feuer legen? Ja, kann sie. Grandios, bitteschön. Okay.
sie könnten wir jetzt mal in Overwatch setzen. Und die Kritter. Stürmen wird schwierig. Probieren wir es trotzdem mal. Okay. Total gute Idee gewesen. Sehe ich gerade. Unser Lara stellt sich mal bitte hier hin, bitte. Dankeschön. Ja. Ich glaube, Brace ist das Richtige hier. Gut, daneben schon mal. Overwatch hat den eingekillt. Ich weiß nicht, Overwatch killt den anderen leider nicht mehr. Wenigstens kann sie ein bisschen Schaden abbekommen. Okay, gut. Dann. Solara. Geh mal hier hin, bitte. Nummer uno. Und 90% Wahrscheinlichkeit, was sagt ihr? Sommers Ruhe werfen. Was ist das? Was ist das mal? Wir warten nochmal kurz. Die Leandra, die darf mal probieren. Schade. Da kommen hier immer mehr. So, der ist jetzt in Overwatch. So, dann schauen wir mal unsere Leandra. Ne, die wird auch beschossen. Sofort. Könnten probieren, doch zu schießen. Ach, es war so klar. Okay, ich glaube, ich muss hier getroffen werden von Overwatch. Ah, ich wusste gar nicht, dass Overwatch auch failen kann. Das ist ja nett. So, Healing Aura hört sich total gut an. Muss ich mal öfter mal Leandra daneben parken. Hallo, du bist tot.
noch mehr von den Idioten. Nein, Leandra. Ist die jetzt tot, tot? Bestimmt nicht, oder? Okay, scheint jetzt halt K.O. zu sein für die Runde. So. Kommt da nicht hin. Ist gerade eins zu wenig. Blöd. Okay. Geh du mal hier hin. 75 Trefferchance. Da hinten gar keine Trefferchance. 102 bis 3 Schaden. Ach, Gott sei Dank. Au. Ach, der hatte leider Brace, deswegen habe ich jetzt weniger Schaden gemacht. Fall back! Fall backs! Was? Ich durfte jetzt nicht umbringen? After him! Ja, die Leandra ist jetzt ein bisschen tot. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schlimm ist. In den ersten 40 Minuten erstmal den Hauptcharakter gekillt. Ich würde sagen, läuft. Solara Iron Force. This case must be the source of the Goblin's invasion. It's time to uncover what has transpired here. Ja, das hätte es doch wie anders sagen können. Maybe you go. I guess state guard entrance. What hesitation, critter? Just better have guard. I do very good guard. Better like that. Are you sure? I cannot recall when we last time you backed off from a battle. Are you sure you're all right? Close off from me. Yeah, I said it. Don't like caves. I like wilderness. When I was roam, with fresh air and green grass. Like home. Caves feel trapped. Nowhere to run. It's not good. Even very not fun. Oh, it's beautiful, Carrie. Critter, I'm in awe. Oh, dang. Feel better already. I'm so glad we're getting closer. If you prefer, I'll remain here and accompany you in your always important guard duty. Aye, okay. We're going quick. Let's kill goblins fast now. Ja, unsere Leandra ist halt irgendwie noch immer tot. Kriegen wir die auch irgendwie wieder gerest? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Na, du sollst eigentlich hier die Dings aufheben. Foul creatures have dug a tunnel, at least one way, and yet the footsteps we pursue branch to another. Let's smash it. Storey support beams, thereby collapsing the tunnel, rendering our enemies vulnerable and cut off from reinforcement. A brilliant plan, my friend. Goblin makes squish noise. Hört sich doch gut an. Okay. Ich glaube, dass die Leandra, die bleibt so ein bisschen tot. Noch eine Weile. Bisschen unpraktisch, muss ich zugeben. Aber soll uns wohl lehren, dass wir irgendwie nicht schauen, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Leute, alle unsere Leute umbringen.
Oh, was haben wir denn da? Ein Schamane. Was macht denn der Schamalama Ding Dong? So. Oh, watch. Zack. Dude. Ich fand das jetzt voll okay. So, hier wieder Overwatch. So, okay, lauf mal hier hin. Bisschen gedeckt werden. Hm. So, wir können noch ein Level up. Rain quenches all fire and reduces friction, causing object and units to slide further than when pushed. Okay. Schade. So, was hast du denn für Schutz? Ja, kannst auch hier hingehen. Und hier nochmal Overwatch anmachen. Irgendwo hinten eiert dieser Schamane rum. Gibt's nicht. Tada! These creatures no match for our might. See how even the ground trembles before us. But such might means naught. While our prey remains on the loose, we must find Garbarok and bring him to justice. But it's just gonna be safe now. Let's get that Garbarok. Ha, endlich! Drecksack. Na, komm wieder Overwatch an. Zugeben, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er jetzt einfach angreift. Und dabei nicht zu sehen ist. Naja, tot. Und du? So, hier dann vermutlich lang. Oh, watch on.
bisschen weiter nach vorne kommen. Das ist ja Ewigkeit nix. Achso, ja. Hier sieht's nach übel aus. Irgendwo sind Monster. Da ist ein. Da sind sogar vier Stück. Garbarok the Terrible. Vermutlich der hintere da. And so you see, these heroes are out to kill you. What they want from me? The Bugbear Rockbottoms. They want to kill you, Bugbear, because you're too powerful and mighty for them. You're no flatter. Pride draws of shame. True reality only antidote to shame. Was? Well, I'm poet. Hold, monster! Your villainous crimes end this day and now at the tip of my hammer. Poverty is the parent of revolution and crime. Your evil monologue will not dissuade us from our just goal. Desire is the root of suffering. Der ist irgendwie sehr viel denkerisch besser drauf als die Solara. Aber gut. Guten Abend, Bison. Schön, dass du da bist. Where did you get that from? Barbara's voracious breeder. Well, I need you to kill these humans. Violence only begets violence. Not if the other side is annihilated. Ah, true, true. Very eloquent argument. Who you want to kill first? Okay. Kann es sein, dass er schon wieder abgehauen ist, der Arsch? Der Arsch ist schon wieder abgehauen. Gebe es nicht. So, okay. Madame müsste jetzt mal hier mal nach vorne gehen. Oh, watch anmachen. Eigentlich könnten wir uns ein bisschen zurückziehen, ne? Und die mal so ein bisschen mehr zu uns kommen lassen. Depp. Kommt ruhig. So. Oh, 29 Schaden. Okay. Race. Ah, wat, wie konntest du so ein Riesenviech verfehlen? Gibt's da nicht. Like, seriously? Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich den jetzt hier trete. Na, so viel dazu. Gibt's hier eine Undo-Funktion? Die finde ich gerade praktisch. Autsch. Autsch. Ja, unsere Solara, die stirbt gleich. Das finde ich sehr unpremium.
Warte, hätte diese. Hätte das dann nicht irgendwie. Und ja. Ich bin gerade echt nicht sicher. Eigentlich hätte ich vermutlich die ganze Zeit weggehen sollen und aber. Obwohl. Das könnten wir jetzt einfach hinkriegen. You have may have defeated me, but my master, Claude the Outrageous, this is the very same same speech your minion Garzin gave us. Oh, you've met Garzin? Great guy. Alright, look, I'm just a messenger here. A few days ago I wandered into my cave and there's this eerie green glow coming from the wall. So I start digging, and apparently it's in an ancient burial site filled with proud warriors long gone, unable to depart for the next world on account of unfulfilled life aspirations. You know how it is. And how? Palingil has so many, I can scarcely sleep without the subtle buzz of unceasing remorse. Right, so anyways, these guys want the village gone and they're very praiseful about it. Look, if you kill me, they'll just send someone new to take over the village. But if we work together, I can lead you to them. You do your job, your village is all safe, and everybody wins. Deal? Yeah, let's kill evil spirits. Ja, aber dass wir dafür den Troll umgebracht haben, das war ein bisschen schade, weil der hatte schon was so in der Birne. Ja, eine Undo-Funktion wäre so irgendwie mit so zwei Schritten zurück, wäre schon irgendwie besser gewesen. Ich hoffe jetzt mal, dass die Leandra wieder lebt, ey. Weil eigentlich sind wir zu viert. Ich hab's aber geschafft, Madame, die Heldin eigentlich des Spiels, irgendwie direkt am Anfang zu killen. Und nein, sie ist halt immer noch tot. Ich finde ja nett, dass sie sie einfach mitschleifen. Also sie wird halt als Körper mitgenommen und, ne. Here we are. Garbrek stands of spirit. Because it stank and stinks of mode. Because it's dark, mysterious and holds many secrets. So, where we go now? Where dead warriors? Ich finde ja interessant, aber dass tatsächlich auch irgendwie der Dialog so funktioniert, dass die Leandra nicht leben muss dafür. Das heißt, wir verpassen jetzt gerade vermutlich ein paar Textzeilen von ihr. Well, that's the tricky part. These scripts were built by the ancient ones, so they shift constantly and... There's a structure of the ancient ones. How marvelous. These scripts are a remnant of the gods, no less. It would be my honor to purge this place of its current evil dwellings. Okay, Solara, chill mal. We smash. It would be most preferable if we avoid further destruction of this ancient site. Really? This should be a magical glyph that tells us how to reach the spirit room. It also doubles as a fortune teller. Ah, here, fortune teller. Like, good. Someone please revive that. Good. Critter kann Leute wieder frighten oder dash and slash. Also, ja, also da liegt unsere Leandra. Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, warum die überhaupt noch mitgeschleift wird und ob sie nicht vielleicht irgendwann mal zum Leben wieder erwacht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die tatsächlich einfach so, ne, wenn jetzt das neue Level lädt oder so, dass sie dann wieder aufsteht, aber anscheinend nein. Vielleicht ist es auch ein Bug. Vielleicht hätte sie auch wieder aufstehen sollen, ich weiß es nicht. Aber
Wir werden das jetzt einfach mal testen. So. Die Solara. Die geht jetzt mal mutig voran. Und erschreckt 5 Viecher. Na super. Skeleton Weakling. Swordsman. Okay, das ist Swordsman. Der Weakling ist noch irgendwie unentdeckt. Arbalest ist da hinten. Militia hier und Skeleton Archer hier. Und es wäre so viel einfacher, wenn wir einfach ja, hier Dings könnten, ne? Irgendwie Dinge anzünden könnten, aber. So, alle mal bracen. Da kommt schon der erste Idiot und bekommt einen Pfeil in die Rippen und ist tot. So, da kommt der nächste und verfehlt. Der Goblin kann halt nichts. Autsch. Was haben wir denn für einen dummen Effekt jetzt abbekommen? Cursed. Cursed Unit reducing its damage by 50% for 2 turns. Wow. Das ist schon fies. Eigentlich könnt ihr in Overwatch bleiben. Was? Wie kannst du den verfehlen? Der war direkt bei dir. Wow. So, du killst jetzt den hier mal bitte. Dankeschön. Damit heilst du dich auch ein bisschen wieder. Um 1 aber nur. Das ist ein bisschen lame. Nur 9 Schaden. Das ist genau gerade ein bisschen zu wenig.